وقل رب زدني علما إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها dalala, Liebe Geschwister, wir befinden uns im Monat, dem 12. Islamischen Monat, namens Dhul-Hijjah oder Dhul-Hajjah. Und die Muslime, leider ist es so, dass wir uns nicht 100% identifizieren mit dem Islam. Wir lesen den Koran, wir lesen die Hadith, wir kennen Allah und seinen Gesandten. Doch oft ist es im Alltag so, dass wir nicht hundertprozentig so sein oder so sind, wie ein Muslim sein sollte. Und unter anderem die Zeitrechnung. Viele oder wenige, besser gesagt wenige der Muslime haben überhaupt die islamischen Monate auswendig. Wenn du dich an die Tür der Moschee stellst und sagst, nenne mir die zwölf Monate des islamischen Kalenders, werden die die wenigsten antworten können. Und deswegen handelt diese Khutbah, inshallah, etwas über die Vorzüglichkeiten von Dhul-Hijjah und die zwölf Monate, wie sie heißen und was sie eigentlich bedeuten. Der erste Monat im islamischen Kalender namens Muharram. Und in Muharram steckt das Wort Harrama oder Haram, was so viel heißt wie geschützt oder verboten. Warum haben die Araber diesen Monat Muharram genannt? weil sie sich verboten haben, in diesem Monat Kriege zu führen. Damals gab es sehr viele Feldzüge und Kriege. Dieses haben sie sich selbst verboten. Also war er Muharram Haram oder Muharram heißt auch geschützt. Das heißt, dieser Monat ist ein geschützter Monat. Das heißt, darin wird weder Blut vergossen noch werden ähm, Kriege geführt. Nach diesem ersten Monat kommt der zweite Monat namens Safar. Und Safar, da steckt auch die Buchstabenwurzel Sifr drin. Buchstabe Saad, Farah, ich weiß es ein bisschen schwer arabisch, aber etwas arabisch muss jeder Muslim kennen. Sifr heißt Null und Safar bedeutet leer sein. Was heißt das? Das heißt, die Häuser und die Wohnstätten der Araber waren zu dem Zeitpunkt komplett leer. Warum? Weil sie rausgezogen sind in die Kriegszüge, Versorgung holen und so weiter. Hättest du sie im Monat Safar besucht, im zweiten Monat würdest du niemanden zu Hause finden. Und dann kommt der dritte Monat namens Rabi'unil Awal. Rabi' ist der Frühling oder das Grüne, die grüne, das grüne Gewächs wird im Arabischen Rabi' genannt oder auch der Regen. Und Al Awal bedeutet der Erste oder weist auf etwas Erstes hin. Also haben sie diesen Monat genannt Rabi'unil. Wörtwörtlich der erste Frühling. Warum der erste Frühling? Gibt es auch einen zweiten? Es gibt keinen zweiten Frühling, sondern einen dritten. Und damit kommen wir schon zum vierten Monat namens Rabbi Unil akhir Manche sagen Rabbi Unil Thani. Dieses ist aber nicht erlaubt, denn dann, sonst müsste es auch einen Rabbi Unil Thalis und Rabbi Unil Khamis geben. Da es aber nur zwei gibt, sagen sie Rabbi Unil -Awwal. Der erste Frühling und Rabi'un al-Akhir, der zweite Frühling, weil der Frühling zu der, ihrer Zeit sehr lang andauerte. Also haben sie ihn geteilt in eins und letzte. Kommt der Monat Rabi'un al-Akhir und danach bricht die Herbst- bzw. die Winterzeit ein und sie nennen den Monat Jumada al-Ula. Und in Jumada steckt das Wort Jamd, Jamada, Tajamada, was so viel heißt wie Einfrieren hart werden durch starke Kälte. Also ist hier der Winter eingebrochen. Es wird überliefert, dass zu, der, zu ihrer Zeit viele Menschen gestorben sind an eisiger Kälte. Die Seen, die Flüsse, alles ist eingefroren. Also haben sie diesen Monat nach der Wetterlage benannt und gesagt, Jumal al-Ula, die erste Winterzeit, oder das erste Einfrieren. Die Winterzeit war lang, also haben sie auch diese Zeit durch zwei geteilt. Und dann kommen wir zum Monat Nummer 6 namens Jumad al Also das letzte Einfrieren, beziehungsweise der zweite Teil des Winters. Also haben wir ein halbes Jahr vorbei und danach kommt der Monat Rajab. Und jeder kennt den Monat Rajab. Rajab kommt vom Verb Rajaba oder, äh, Rajab oder Rajiba, was so viel heißt wie Adhamayu, Adhimu, At-Tarjibu, -at sagen sie. In diesem, in diesem Namen steckt gewaltiges drin, großes drin. Deswegen sagen sie, At was haben sie darin so gewaltig gesehen? Sie haben diesen Monat auch für heilig erklärt, als groß, als besonders. Und sie haben ihn geehrt. Warum geehrt? Weil sie darin sehr viel Opfertiere geschächtet haben. Und so haben sie den Monat Rajab, Rajab genannt. Und es wurden auch in diesem Monat keine Kriege geführt. Dann kommt der Monat Nummer 8 namens Sha'ban. Sha'ban, der besondere Monat, in dem der Prophet sallam, fast, fast komplett durchgefastet hat. Aisha anha berichtet, dass er sallallahu sallam, kaum einen Monat durchgefastet hat, außer Sha'ban. Was bedeutet Sha'ban? In Sha'ban steckt das Wort Tasha'aba, was so viel heißt wie Spalten.

Schu'uban, pass auf, Schu'uban, ub, Schu Scha'ban. Schu'uban wa li Was heißt, was hat jetzt Scha'ban mit Schu'ub zu tun? Schu'ub sind die Völker und die Länder und die Gesellschaften, das nennt man Schu'ub. Allah erwähnt Adam und Eva und dann sagt er, aus ihnen beiden sind Schu'ub entstanden. Aus ihnen beiden sind wir äh, entstanden, gespalten. Das heißt, wir sind gespalten aus Adam und Eva. Oder Adam und Hawa, und darauf weist Sha'ban hin. Das heißt, spalten und auseinandergehen. Was hat das mit, mit dem Monat zu tun? Sie sind in diesem Monat raus aus ihren Häusern, haben die Könige besucht, nach Sadaqa gefragt, haben Wasser geholt und äh, Heu für die Tiere und so weiter. Also haben sie gesagt, in dem Monat, in dem wir uns spalten, komplett durch die arabische Halbinsel, nennen wir den Monat Sha'ban. Also haben wir das verstanden. Sha'ban wird Sha'ban genannt. Beziehungsweise im Vers sagt Allah, Shu'ub, wir entstanden und spalteten uns aus Adam und Hawa und Eva. Und dann kommt unser Lieblingsmonat, Shahr Ramadan, alladhi unsila al-Quran. Ramadan, in dem der Quran herabgesandt wurde. Was steckt im Wort Ramadan drin? Ramadan stammt vom Wort al-Ramda'u. Und al ist, wenn der Boden stark erhitzt wurde durch die Sonne damals in Mekka, haben die Leute Tücher auf den Boden geworfen, weil sie nicht die Niederwerfung auch machen konnten, sonst hättest du dich verbrannt. Und das kennt ihr alle, wer bei der Hajj und der Umra war, wie heiß der Boden ist. Also haben sie gesagt, da ist so diese starke Hitze ist und diese starke Hitze heißt Ramda, nennen wir den Monat Ramadan. Und Al-Ramadu ist die starke Hitze selbst. Wenn es über 50 Grad wird, sagen sie, heute ist aber eine starke Ramadu, eine starke Hitze. Also haben sie gesagt, den Monat nennen wir Ramadan. <laughs> Danach kommt der Monat, Shawwal, der auch bei allen bekannt ist, in dem wir die sechs Tage von Shawwal fasten. In Shawwal steckt das Wort drin, Yashulu oder Yashulu. Was heißt das? Das heißt hochheben oder etwas wird reduziert und weniger. Was heißt Hochheben? Die Kamelstute hat in dieser Zeit Shawwal ihren Schwanz erhoben, um den männlichen Kamel zu zeigen, es ist Paarungszeit. Und dieses Schwanzheben der Kamelstute nennt man Shala. Also haben sie gesagt, wir nennen den Monat Shawwal, weil es der Monat der Paarungszeit ist der Kamele. Die Araber haben so, nach, so den Monat äh, genannt, nach ihren Kenntnissen und nach ihrem Wissen und was außerhalb ihrer Häuser passiert. Also sagten sie, da in der Zeit die Kamelstute sich spart mit dem Kamel und sie ihren Schwanz hebt, schala nennen wir den Monat Shawal. In Shawal steckt auch die Bedeutung weniger werden, weil die Kamelstute in diesem Monat wenig Milch nur noch gegeben hat. Und Schala heißt weniger werden. Also sagten sie, den zehnten Monat nennen wir Schawal. Dann, liebe Geschwister, kommt der Monat, den wir vor zwei Tagen verabschiedet haben, nämlich Dulqada ja. oder Dulqeda. Und dass du sagst, Dulqada mit A ist gängiger bei den Arabern als Dulqeda. Und da steckt das Wort Qa'dah drin. Qa'dah bedeutet so viel wie sitzen und bleiben. Und nicht bewegen. Und das haben sie auch gemacht. In diesem Monat gab es keine Reise, keine viele Aktivitäten. Sie sind sitzen geblieben in ihren Wohnungen. Warum? Weil der Monat Dhul hijjah kommt, um Kraft zu sparen, um äh, sich zu motivieren für den zwölften Monat namens Dhul hijjah oder Dhul -Hajjah. Und hier ist es gängiger, dass du sagst Dhul hijjah mit I. Und im Namen steckt das Wort selbst drin, Hijja oder Hajja. Allah sagte, Walillahi ala nasi, -bayti", Hajjul -bayti", zwei qiraat, die authentisch sind. Das sind die zwölf Monate und ihre kurzen Bedeutungen. Dhul an sich hat sehr viele Vorzüglichkeiten. Diese Vorzüglichkeiten, es gebührt sich jedes Jahr, die Muslime daran zu erinnern, welche großen.

Liebe Geschwister, wie ihr gehört habt, befinden wir uns im letzten Monat des islamischen Kalenders namens Dhul-Hijjah, der Monat der Hajj. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gibt eine riesengroße Anzahl von Hadith, die die Vorzüglichkeit dieses Monats aufzeigen. Einige Gelehrten haben diese ganzen Hadith studiert und zusammengefasst und gesagt, warum ist Dhul-Hijjah so ein besonderer Monat? قال ابن حجر بايشبلت وازي ابن حجر زاكت ان زينا اكلاهم تصحيح البخاري يظهر ان السبب ان السبب في امتياز عشر ذي الحجة لما كان اجتماع امهات العبادة فيه ازاكت er Die ersten zehn Tage von Dhul Hijjah sind so gewaltig, weil die Wurzelanbetungen sich darin sammeln. Welche? Wie gesagt, in dem Monat machen wir die Hajj. Was Salah und das Gebet, so oder so. Und das Fasten, wer fasten möchte. Arafat wartet auf uns. Das heißt, weil in diesem Monat die größten Anbetungen an sich, Gebet, Fasten, Hajj, Schächten und so weiter, sich in einem Monat sammeln wie in keinem anderen Monat, haben diese zehn Tage diese hohe Stufe bekommen im Islam. Und wie gesagt, du findest kaum einen Monat oder keinen Monat, in dem es so viel Heil gibt wie in diesen, zehn, in diesen zehn Tagen von Dhul Hijja. Und diese zehn Tage, die ersten zehn Tage von Dhul-Hijjah, wurden von Allah und seinem Gesandten als beste klassifiziert. So sagte der Prophet, Sallallahu alaihi wasallam sallam, afdalu dunya al-ashr. Schau mal, die besten Tage des Diesseits, seit ihrer Erschaffung bis zu ihrer Zerstörung, diese zehn Tage von Dhul-Hijjah, sind die besten Tage überhaupt seit der Erschaffung des Diesseits. Wafiha yawmu und unter diesen zehn Tagen gibt es noch einen heftigeren Vorzug, nämlich Arafah, der Tag von Arafah, über den der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: al Du fasst es einen Tag und deine Sünden vom letzten Jahr werden alle ausgelöscht und deine zukünftigen Sünden, die du machst fürs nächste Jahr, werden ebenfalls ausgelöscht. Das ist der Wert von Arafah, der sich in diesen zehn Tagen befindet. ولأنها من أيامها يوم النحر يوم النحر ده تاك ششتنس يوم العيد إن حج دي لويت ششتن ون فجيسن بلود في الله سبحانه وتعالى أحدى دي غرسن أنبيتون وهو اليوم الأكبر في الله سبحانه وتعالى إن إن سورة التوبة ننت يوم الحج الأكبر Al Also der große Hajj-Tag ist der Tag, an dem die Pilger schächten für Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagte, أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. ta'ala, yawmun nahr, der gewaltigste Tag überhaupt, nochmal von diesen zehn, ist der Tag des Schächtens. Und er sagte ebenfalls, alayhi salatu من ma min ayyamin Der Muslim verrichtet viele, Tage über das, viele Taten über das Jahr hinweg. Du liest Koran, du kommst zur Moschee, du fastest, du betest, du gibst Sadaqa. Aber die besten Taten, die du machen kannst, sind in diesen zehn Monaten. In diesen zehn Tagen, meine ich. Das heißt, wenn du heute zwei Euro spendest, es ist nicht die zwei Euro, wie wenn du sie äh, in einem anderen, in Sha'ban beispielsweise, spendest oder in Rajab. In diesen zehn Tagen bzw. in diesem Monat wird deine Tat aus zwei Euro, es kann sein, dass Allah daraus zwei Millionen schreibt. Also siehe zu, dass du in diesen zehn Tagen so viele Taten wie möglich verrichtest. Und er sagt, er ilayh. Er liebt die Taten besonders in den zehn Tagen von Dhul Hijjah. Dann weist er darauf hin, dass die Sahaba diese zehn Tage sehr genutzt haben und bestrebt waren, den Takbir auszusprechen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Was so viel bedeutet wie Niemand ist größer als Allah. Alhamdulillah, dass er uns zu Muslime gemacht hat und wir zu dieser Religion gehören dürfen. <laughs> er sagt, sie haben so laut Allahu Akbar geschrien, bis ihre Stimmen heiser wurden und die Wohnungen und die Moscheen und die Straßen ein Echo herrschte. Allahu Akbar. Überall hast du den Takbir gehört. <laughs> und dann das Schächten an sich ist ebenfalls eine sehr angesehene Ibadah und eine erwünschte Ibadah, Sunnah Mu'akkadah, dass du versuchst, an dem Tag zu schächten, wie hier in, unserer, in Deutschland. Wie wir wissen, haben es etwas schwer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erleichtern. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, über das Schachttier, <laughs> Entschuldigung, er sagt, keiner kann an diesem Tag eine bessere Tat verrichten, als Blut zu vergießen, das heißt für Allah subhanahu wa ta ta'ala, zu schächten. dann berichtet er über das Tier. Das Tier wird kommen am Tag der Auferstehung mit ihren Hörnern und ihren Hufen und ihrem Fell und sie tropft vor Blut, doch Allah subhanahu wa ta ta'ala. Ist, bevor das Blut den Boden erreicht, erreicht ihn die Zufriedenheit oh. desjenigen, der geschächtet hat. Das heißt, wenn du schächtest am zehnten oh. Tag, kannst du dir dadurch die Zufriedenheit Allahs oh. erlangen. Schokolade. Ich danke dir. Bismillah. Also, er sagt, das Tier wird am Tag der Auferstehung kommen, es tropft vor Blut. Bevor das Blut den, den Boden berührt, wird Allah Subhanahu wa Ta'ala Zufriedenheit dich vorher erreichen. Und dann ein letzter Hadith, liebe Geschwister, in dem deutlich wird, wie gewaltig diese zehn Tage sind. Der Prophet sallallahu alaihi wa sagte: Ma min ayyamin. Er sagte, es gibt keine besseren Tage als diese zehn Tage. Und bei den Sahaba und Gefährten war klar, dass Al-Jihad, das raus, Rausgehen für Kampf, um den Islam zu verbreiten und um den Feind zu entfernen, in ihren Köpfen war, dass das die beste Tat überhaupt ist. Und deswegen fragten sie ihn verwunderlich: Wala Al-Jihadu fi auch nicht mal Jihad, O oh Gesandter Allahs, ist an den Tagen, zehn Tagen besser. Er sagte: Wallah, Jihad, du Bilder. Sogar der Jihad nicht, dass du diese zehn Tage nutzt in gute Gottesdienstlichen Handlungen, ist besser als der Jihad. Außer, dann sagt er, außer ein Mann geht raus mit seinem Vermögen und seinem Leib und seine Seele und kommt nicht zurück. Das heißt, er stirbt dort. Nur der ist besser als ان these 10 Tagen diese rechtschaffenen Taten zu verrichten möge Allah wa uns 10 Tage zu nutzen und uns das ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمه إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم